Ich möchte dich jetzt zu dem dritten Block begrüßen, welcher sich mit den Impfungen unter Immunsuppressiva, also das Abwehrsystem runterregulierender Medikation, beschäftigt. Hier zunächst ein kleiner Überblick über die Themen. Zunächst möchte ich einmal erklären, was eine Impfung überhaupt ist und wie sie funktioniert. Anschließend, das wurde auch gerade eben schon im Chat, habe ich gesehen, angesprochen, gehe ich ganz kurz auf das Risiko einer Covid-19-Infektion unter immunsuppressiver Therapie ein. Und schließlich dann noch kurz einen Abschnitt über die Impfempfehlung zu halten, über die Empfehlung, die wir aktuell unseren Patienten geben. So, also, was ist eine Impfung? Um zu erklären, was eine Impfung ist, muss man zunächst verstehen, was bei einer Infektion überhaupt passiert. Wenn jemand mit einem Erreger in Kontakt kommt, dann kommt es nach einer sogenannten Inkubationszeit, also die Zeit, die der Erreger braucht, um sich im Körper auszubreiten, zum Krankheitsausbruch. Als erstes kämpft unser sogenanntes angeborenes Immunsystem gegen die Erreger. Die kämpfen aber noch ziemlich unspezifisch. Im Verlauf der Erkrankung lernt der Körper aber dann den Erreger kennen und bildet quasi eine Special Task Force, also sogenannte Antikörper, die den Erreger dann zielgenau bekämpfen können. Nach einer gewissen Zeit tritt dann entweder ein komplikativer Verlauf ein, das heißt, man wird schwer krank oder kann sogar einen tödlichen Ausgang haben, oder man wird wieder gesund. Wenn man wieder genesen ist, dann hat man quasi ein Gedächtnis an die Erkrankung. Wenn man sich dann nochmal infiziert, braucht es nicht mehr eine längere Zeit, bis diese Special Task Force, also unsere Antikörper, bereitstehen, sondern die sind dann schon relativ zügig da und können direkt gegen den Erreger kämpfen. Eine Impfung ist also quasi ein Trainingscamp für den Körper, wo schon mal der Ernstfall geübt wird. Es werden Teile des Erregers in den Körper geschwitzt, die zwar keine Erkrankung auslösen, aber zumindest einmal schon mal die Eigenschaften vom Feind aufzeigen. Wenn man sich nun infiziert, dann kann der Körper direkt dagegen vorgehen. Und es kommt im besten Falle überhaupt gar nicht zum Krankheitsausbruch oder nur zu einem abgemilderten Verlauf. Wir unterscheiden dabei zwischen einer sogenannten aktiven und passiven Impfung. Das Ziel der Impfung ist, dass sich der Körper, wie gerade eben schon gesagt, durch sogenannte Antikörper, also unsere Special Task Force, schneller und effizienter gegen einen Erreger wehren kann. Eine Aktivimpfung ist dabei quasi das Trainingscamp. Der Körper lernt selber, gegen einen Erregerabwehrkörper aufzubauen. Bei einer passiven Impfung wird diese Special Task Force direkt gespritzt. Man kann sich das quasi so ein bisschen so wie Söldner vorstellen. Diese werden im Verlauf dann wieder abgebaut und der Körper hat nicht selbst gelernt, diese Antikörper zu bilden. Das heißt, für eine Weile ist der Körper zwar widerstandsfähiger, aber wir haben keine langfristige körpereigene Immunität. Im nächsten Fall möchte ich einmal ganz gerne auf diesen Sonderfall Covid-19 einhergehen und vor allem mit der Frage, ob Patienten, die immunsuppressive Therapie nehmen, ein erhöhtes Risiko für einen komplikativen Verlauf haben. Dabei muss ich aber einschränkend sagen, dass ich mich nicht auf die starke immunsuppressive Therapie fokussiere, das heißt wie zum Beispiel nach einer Organtransplantation, sondern jetzt nur die milde immunsuppressive Therapie wie bei der Autoimmunhepatitis. Dafür würde ich einmal ganz gerne eine Studie von Mario und ihren Kollegen aus dem letzten Jahr vorstellen und grundsätzlich erstmal die allgemeinen Risikofaktoren für eine schwere Covid-19-Infektion vorstellen. Manche davon können Sie selber beeinflussen, wie zum Beispiel das Rauchen oder auch das Übergewicht. Manche davon kann man weniger beeinflussen, wie zum Beispiel Alter. Grundsätzlich sehen Sie einmal hier die allgemeinen Risikofaktoren für einen schweren Covid-19-Verlauf. Das sind Alter, Rauchen, Übergewicht, Diabetes, also Zuckererkrankung, Herz-Kreislauf-Erkrankung, Krebserkrankung, Nierenerkrankung und auch mit dabei die Lebererkrankung. Erfreulicherweise konnte die Studie von Mario und ihren Kollegen zeigen, dass die Immunsuppression bei der AIH kein erhöhtes Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf ist. Wichtig ist jedoch, dass das Stadium der Erkrankung einen Risikofaktor darstellen. Das heißt, das verdeutlicht uns nochmal umso mehr, dass es wichtig ist, dass Patienten, die eine AIH haben, ihre immunsuppressive Medikation weiterhin nehmen, um die Lebererkrankung im Schach zu halten, damit diese gerade nicht vorschreitet zu einem Leberzirrhose vom Stadium B oder C. Grundsätzlich ist es so, dass die Leberzirrhose an sich quasi ein erhöhtes Risiko für Infektionen darstellt. Wenn Sie da irgendwie Sorgen haben oder irgendwie Ungewissheiten haben, ob Sie Ihre Immunsuppression weiternehmen sollen, können Sie diese Sorgen und Ängste natürlich auch immer gerne mit unserem Team aus der Ambulanz besprechen. Zum Schlichten möchte ich einmal, das hatte ich gerade eben schon angekündigt, einen kurzen Ritt durch die Impfempfehlung machen, die wir unseren Patienten mit einer Autoimmunhepatitis zukommen lassen.
Grundsätzlich richten wir uns ebenfalls nach dem Impfkalender der STIKO, also der Ständigen Impfkommission, welche am Robert-Koch-Institut ansässig ist. Die aktuellen allgemeinen Empfehlungen findet man dort auch online. Patienten mit einer chronischen Lebererkrankung sind jedoch in ein paar Punkten nochmal besonders und auf die möchte ich gerne jetzt ganz kurz eingehen. Da wäre zunächst die Pneumokokkenimpfung. Pneumokokken findet man im Nasen- und Rachenraum. Dort können sie auch eine Entzündung, also vor Ort der oberen oder unteren Atemwege, auslösen. Sie können aber auch invasivere Erkrankungen, also Entzündung im ganzen Körper, verursachen. Die Impfung wird bei allen Patienten über 60 Jahren und oder bei Immunsuppression empfohlen, also auch bei unseren AIH-Patienten, und sollte alle 6 Jahre aufgefrischt werden. Bei einer chronischen Lebererkrankung empfehlen wir zum Schutz der Leber zudem eine Impfung gegen Hepatitis A und B, welche eine virale Leberentzündung, die entweder akut oder chronisch verlaufen kann, auslösen kann. Hepatitis A kommt bei uns seltener hervor und ist eher eine Reiseimpfung. Aber bei Leberpatienten, dadurch, dass sie zu einer Risikogruppe gehören, empfehlen wir auch hier eine Impfung. Hepatitis B kommt bei uns öfters vor, immer noch sehr, 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 sehr selten, und wird vor allem sexuell übertragen. Auch da empfehlen wir eine Impfung. Die Impfung ist auch für alle Teil des STIKO-Kalenders. Und zusätzlich sollte man natürlich sich beim Geschlechtsverkehr schützen. Danach würde ich einmal zur Herpes-Zoster-Impfung kommen. Wir empfehlen grundsätzlich bei allen Patienten über 60 sowie bei Patienten über 50 mit einer Immunsuppression die Impfung gegen Herpes-Zoster, also der Gürtelrose, wie man hier auch auf dem Bild sehen kann, diese Pünktchen, die sich häufig dann an der Brustwand bilden. Einige von Ihnen werden sich vielleicht noch daran erinnern, im Kindesalter infiziert man sich mit dem sogenannten Varicella-Zoster-Virus, welches dann die Windpocken verursacht. Auch wenn die Windpocken ausgeheilt sind, bleibt das Virus lebenslang in unserem Körper. Im Alter kann es dann zu so einer Reaktivierung kommen, welche sich dann als Gürtelrose demaskiert. Auch wenn man schon mal eine Gürtelrose hatte, sollte man sich trotzdem noch mal impfen lassen, da nach jeder Gürtelrose lebenslange Schmerzen oder Schäden zurückbleiben können. Schließlich empfehlen wir noch die jährliche Grippeimpfung gegen die Influenza. Im Gegensatz zu der milden Erkältung ist die echte Grippe eine Erkrankung, die plötzlich einsetzt und oft stärker und länger andauert. Während man gegen die sogenannten grippalen Infekte, also diese kleinen milden Erkältungen, sich nicht impfen lassen kann, kann man sich gegen die Influenza, also die echte Grippe, durchaus mit einer Impfung schützen. Damit Sie pünktlich zu Beginn der Grippewelle dann geschützt sind, sollte man sich einmal jährlich ungefähr ab Mitte Oktober impfen lassen. Und zu guter Letzt, da habe ich gerade eben gesehen, waren auch schon ein paar Fragen im Chat, empfehlen wir selbstverständlich auch eine Impfung gegen SARS-CoV-2 inklusive der dritten Auffrischimpfung. Ob eine vierte Impfung für alle notwendig ist, das kann man aktuell noch in Zukunft sehen. Hinsichtlich der vierten Impfung ist es aktuell so, dass diese gemäß der STIKO für alle Patienten über 70 Jahren empfohlen wird, wenn man in einem Pflegeheim wohnt, wenn man ein Immundefizit hat, also ein starkes Immundefizit, oder wenn man als medizinisches Personal tätig ist. Das heißt, die vierte Impfung wird noch nicht grundsätzlich für alle empfohlen. Wenn Sie da Sorgen haben, kann man auch bei uns einmal den Titer kontrollieren und das können Sie auch nochmal mit uns gemeinsam besprechen. Ich habe bei mir in der Sprechstunde schon gesehen, dass schon einige Patienten auch gegen die vierte Impfung geimpft, mit der vierten Impfung geboostert sind. Da kann man gerne nochmal Rücksprache halten. Grundsätzlich, wenn Sie Fragen haben oder Informationen suchen zu der SARS-CoV-2-Virus und Covid-19 bei seltenen Lebererkrankungen, auch da kann ich Ihnen unsere Website vom ERN, also vom Europäischen Referenznetzwerk für seltene Lebererkrankungen, ans Herz legen, wo Sie da einmal den Link sehen. Es ist ja eine seltene Erkrankung und da Informationen zu Covid zu bekommen, ist manchmal ein bisschen schwierig. Deswegen, da findet man immer aktuelle Informationen und teilweise auch Statements dann von unserem Referenznetzwerk. Und mit diesem Hinweis möchte ich gerne den Vortrag schließen und bedanke mich für Ihr Interesse und freue mich gleich schon auf die Diskussionsrunde und stehe natürlich zur Verfügung.